Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, reicht das? Okay, das ist schon mal gut. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab! Oh, scheiße. Weil ich habe die Befürchtung, dass ich die mich anschießen muss. Weil es ja sonst zu einfach wäre. Fuck! Nein! Halt die Fresse! Okay, komm, 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 komm. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Scheiße. Okay. Oh mein Gott, von wo kommen sie? Bitte nicht von mir. Ja, egal. Fuck, ich bin tot. Ja, okay. Ist in Ordnung. Lief nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Dann mache ich das anders. Dann ziehe ich einen quasi bis dahin in den Raum rein. Und ich hoffe, dass dann der Schuss nicht gehört wird. Nein, mein Controller ist leer. Aber der blinkt noch gar nicht. Also was, jetzt blinkt der, okay. Ja gut, da habe ich aber mindestens noch eine Stunde Zeit, um damit zu zocken. Das heißt, ich sollte eigentlich hinkommen, so halbwegs. Ich glaube, ich schnappe mir zuerst den linken, das war gerade schon ganz gut. Angst, 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 Angst. So. Bloß nicht zu viel würgen. Ja, jetzt aber, Fall um. Danke. Kurz vorm Tod. So. Na okay, ich ziehe doch lieber in die andere Richtung, glaube ich. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ich meine, wenn ich Glück hab, ne? Oh, eine Betäubungsknarre wäre hier jetzt nicht schlecht. Oh, fuck, 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 fuck. Der fehlt gleich seinen zweiten Stern. So. Ei. So. Schnell die Waffe ziehen. Ich hoffe mal, der hört uns nicht. Der Typ da draußen. Freeze! Are you going to shoot me? Scheiße. Ja, sauber! Ich will eigentlich wichtig ungern töten. Ich muss dich aber töten. Tut mir echt leid. Daichi Baba! Ja, aber ich kann mit dem sonst nichts machen. Das ist das Problem. So leid es mir auch wirklich tut. Okay, machen wir mit dem das gleiche Spiel, würde ich sagen. Vorsichtig mal dahin. Okay, nicht zu schnell, nicht zu laut. Diet, 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 diet. So, okay. Hervorragend. Gut, das läuft ja schon mal einigermaßen. Ich finde es trotzdem schade. Ich will einfach so eine kurze Position bringen. So. Ach, guck mal, eine Ration. Okay. Dann fressen wir eine. So, okay, du hast jetzt keinen mehr, ne? Den Schuss hört. Ich muss ja wirklich beide anschießen, oh mein Gott. Ah, ich wollte eigentlich gerne mal was zeigen. Machen wir beim nächsten. Oh, es tut mir echt. Also ohne Scheiß, ne? David L. Newell. Das tut mir wirklich ein bisschen leid, die abzuschießen. Weil die haben es ja so geschehen. Also die haben es ja nicht ergeben. Aber ich habe bisher habe ich die nur betäubt. Und hiermit bringe ich sie einfach um. Hallo? Was ist das denn? Ein Armschießen ist eine Sache, aber. Ach Mann. So. Bist du betäubt? Sei betäubt. Bitte lieg auf dem Bauch. Okay. Und zwar pass auf, ne? Ich nehme die Waffe, schieße einmal in den Arm. Zack. Okay. Scheiße. Oh nein. Fuck. Das war jetzt dumm von mir. So, okay, jetzt leg dich nochmal hin, bitte. Wo ist denn hier der Scheiß? Okay, schieße nochmal im Bein. Zack. Ich muss schnell in den Spind. Ich muss schnell in den Spind. Fuck, das war richtig schlecht. Nein, nein, lüg hier nicht rum. Du bist gar nicht unter Beschuss. So. Das ist nämlich ganz lustig. Jetzt habe ich nämlich einmal ins Bein geschossen und einmal in den Arm. Ihr werdet gleich schon sehen, warum ich das gemacht habe. Komm schon. Hier ist aber auch einfach nichts zu sehen. Ne? Könnt ihr nicht mal hier einen Fernseher reinbauen oder sowas? Oder ein Radio wenigstens?
Was, wenn ich jetzt jemanden anrufe? Das würde mich mal interessieren. Ich nehme mal den... Ja, warum speicherst du die denn nicht, die vom Plissken? Ah, scheiße. Was war er denn? 190? Gucken wir mal. Und? Keine Antwort, natürlich nicht. Fick dich. Ich dachte, der speichert sich wenigstens mal ab, wenn er eine hört. Oh. Ärgerlitsch, Ärgerlitsch. Da steht ja bestimmt in der Anleitung drin, die ich ja nicht hab, ne? Das war ja auch das Geile bei dem alten Metal Gear Teilen für MSX, dass sie da wirklich geschrieben haben, ja, musst du in der Anleitung nachgucken. Es war aber einfach keine da. Beziehungsweise auch in der Substance-Anleitung steht da einfach nichts drin. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ah, ja, komm. Oder aber man müsste quasi das Handbuch, was sich ja auf der Blu-ray befindet, vom dritten Teil, eventuell dann zu Rate ziehen. Naja, ist okay. So, ich geh mal raus. Und tschüss. Ihr dürft jetzt eigentlich... Ich habe mich getroffen, okay. So, okay, du bist wieder betäubt. Hervorragend. Ich suche nämlich das Funkgerät von dem. Aber ich bin irgendwie blind oder ist es am Arsch? Das kann natürlich sein. So, einmal... Zack. Es ist tatsächlich am Arsch. Fuck you. Komm, bleib hier stehen, du Arsch. Okay, ja, ich verpiss mich wieder. Ah, ich bin so schlecht, ne? Ich bin so schlecht. Nein, also, wie kriege ich den denn am besten, dass der dann auf dem auf dem Bauch liegt? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ach komm. Oh, es ist immer so nervig. Ich glaube, ich schneide das eben raus. So, wir haben es jetzt fast wieder geschafft. Das ist echt gar nicht so kurz. Ich glaube, es gibt bestimmt, also gefühlt eine Minute. Ob es wirklich eine Minute ist, kann ich... Oh. Achso, du bist es. Konami Eich. Sexy Eyes. Banane. Wo ist das Funkgerät? Fuck you. Mein Gott. Himmel auf! Bleib liegen. So, jetzt aber. Warum fällst du gegen die Wand? Du Arsch. So, okay, ich versuche einfach mal in den Schrank zu packen. Wenn ich mich in den Schrank daneben verstecke. Ich krieg das noch hin irgendwann. Vielleicht. Ja, das ist natürlich jetzt äußerst praktisch, was ich hier gerade treibe. Okay. Hervorragend! Ha, das passt sogar! Ich bin überrascht. Was passiert denn jetzt, wenn er aufwacht und aus dem Schrank kommt? Also dem auf die Fresse hauen ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Oder aber, worauf ich ja überhaupt noch gar nicht auf die Idee gekommen bin, ich hau ihn einfach aufs Maul, ne? Und dann sage ich einmal, Freeze! Habe ich jetzt eigentlich die Hundemarke von dem schon? Ich glaube schon, ja. Alter, willst du da auch mal aufwachen, oder? Okay. Oh, fuck! Wo ziehst du denn hin, Mensch? Kann nicht sein. So, okay. Ich gehe das Risiko jetzt einfach ein. Scheiß drauf. Komm, steh auf. Fuck! Warum? Hat es denn nicht funktioniert, Mann? Naja, auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, ist... Ach, fuck it. Komm, wir machen das nochmal. Das kann nicht sein, Alter. Ich hänge jetzt seit 20 Minuten an diesem scheiß Soldaten. Das ist natürlich übertrieben. Aber man muss natürlich auch erstmal wissen, was das scheiß Funkgerät ist. Komm, tötet mich doch mal bitte etwas schneller. Wenn ihr mich töten sollt, ne, dann kriegt ihr das nicht hin. Komm, mach... Ah, ich soll die Reaktion auch mal wegmachen. Was machst du denn für Faxen? Oh, das kann ich angehen. Ich zerstöre mir jetzt zuerst das Funkgerät, ne, dann spare ich mir den ganzen Scheiß hier nämlich. Aber ich habe leider nicht so richtig herausfinden können, wo das scheiß Funkgerät jetzt... Also was das jetzt davon war.
Es ist irgendwo im Po. Das habe ich mitbekommen. Ja. What the hell happened? Oh, komm schon. Nur weil ich euch alles zeigen möchte, ich wäre schon viel weiter. Hätte euch die ganzen scheiß Dogtext müsste ich nie holen. Freeze. So, wo ist denn. Das ist doch dein Funkgerät. Da hängt doch eine Antenne raus, oder? Okay, super. So. Dann haben wir das nämlich schon mal geklärt. Tut mir echt ein bisschen leid, aber. So, nehmen wir einmal den hier weg. Und einmal den hier weg. Da, jetzt läuft er nämlich weg. Versucht zu funken. Geht nicht. Versucht mit den anderen Armies die Waffe irgendwie zu ziehen. Und jetzt tritt er mir eigentlich einfach überlaufen. Finde ich total gut. Hey, bleib stehen, du Sau! Ach, scheiße. Jetzt rennt er da einfach hin. Okay. Und gehen wir einfach zurück. Vielleicht ist er jetzt wieder heile. Weil ich brauche den noch, ne? Ja, ich brauche den noch. Aber okay, er ist wieder heil. Das ist gut. Gott sagen, Alter, was geht ab? So, okay, dann hole ich mir mal eben noch seinen Doc-Tag. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon. Ah, ne, Moment, auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite des Daches, ist jetzt auch einer. Stimmt, den habe ich total einfach mal missachtet. Aber ich glaube, den töte ich hier nicht. Freeze. Hey. Ist auch nicht so ein Motherfucker. Dankeschön, Sean M. Kulhane. Wer kennt ihn nicht? Nein! Nein, ich wollte dich doch gar nicht töten. Och, das tut mir jetzt leid. Och, Mann. Ich habe ihn doch gar nicht so oft gedrückt. Oh, Mann. Nein, das war doch falsch. Ich wollte doch aufs Dach, wollte ich doch. Ah, ich bin so doof. Jetzt lebt er jetzt vielleicht wieder. Hm? Nein, er ist immer noch tot. Okay. Ich bin der böseste Mensch auf der Welt, glaube ich. So, nehmen wir nochmal schon mal. Ich glaube, ich versuche das gleich mal. Ich glaube, ich versuche jetzt einfach mal das, also den offiziellen Weg, wie es eigentlich funktionieren soll mit dem Freeze. Und zwar nehme ich einmal hier so. Pass auf. Zack. Einmal kurz mit Gefühl. So, und. Wo ist er denn? Da. Ja. Also, wenn man langsam den Vier-Knopf quasi loslässt, dann schießt er auch nicht. Ist betäubt. John B. R. A. Bowman. Ich krieg das nicht hin, wann er wieder treffbar ist. Nur weil ich dich nicht töten wollte, du Doofkopf. Willst du nicht, dass ich dich töte? Dann kriegen wir hin. So, gut, aber der Alarm ist jetzt durch. So, jetzt können wir endlich mal weitergehen. Wir sollen jetzt Richtung Strebe C gehen, ja? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt links hier oben noch weiterkommen. Bin ich mir echt nicht sicher. Weil die Forge hat ja immer so ein bisschen was gedeichselt. Also ein bisschen was kaputt gemacht, besser gesagt. Oh, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt beim Elgato, ob das sich im Laufe der Aufnahme verzögert. Fällt mir gerade so ein. Ich habe sie doch beide getötet. Aber sie leben wieder. Es ist unsterblich, okay. Das ist gut. So, Moment und. So, okay, das dürfte reichen. Wie? So, das dürfte reichen. Ich bin ja schon ein bisschen Pazifisten, da gebe ich ja zu. Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Strut B Transformer Room. So, okay, genau. Hier waren wir ja letztendlich. Hier ist ja auch der Snake. Plissken natürlich. Ist da was drin? Nö. Doch! Ist das Badeschaum? Ich glaube schon. Ja, nicht zu vergessen natürlich die Zigaretten, die wir bekommen haben. Ah, genau, habe ich auch noch gar nicht gesagt. Bandagen habe ich, okay. Und zwar im Tanker habe ich zwei Doc-Tags übersehen. Einmal den, den einen im Vorratsraum, den ich leider getötet habe. Da komme ich rein, okay. Da komme ich aber auch rein. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Und zum anderen tatsächlich den einen, wo ich schon gesagt habe, ach, der da oben läuft, der hat bestimmt auch eins. Und ja, es war tatsächlich so. Okay, ansonsten ist hier gar nichts. Ja, doch ein bisschen Munition. Ach, M9. Das heißt, ich kriege ja auch die Betäubungsknarre, was ich sehr, sehr gut finde. Weil es tut mir wirklich leid, die zu töten. So doofes klingen mag. Es ist nur ein verdammtes Videospiel. Aber ich will sie einfach nicht töten. Also vielleicht schon im offenen Kampf, aber nicht so von hinten anschleichen. Dann noch irgendwie was aus den rauskitzeln. Und dann noch letztendlich, ne? Das ist nicht so meine Art. Oh, was liegt denn da? Chaff Grenades. Wundervoll, wundervoll.
Wir können jetzt auch schon zu Strebe F gehen, haben wir ja gerade schon gesehen. Aber ich finde, das macht jetzt bisher noch nicht so allzu viel Sinn. So, macht euch jetzt mal wieder auf Sequenzen gefasst. So, Strebe C. Ich habe ja noch keine Dingenskirchens. Oh, Toiletten. Toiletten sind immer sehr verdächtig. Da könnte man vielleicht mal so einen Blick drunter wagen, ob da vielleicht einer drauf ist. Da ist ein Item drauf, scheinbar Munition. Sesam, öffne dich nicht, du. Du sollst dich öffnen. Socke, oh. Hallo. Die kenne ich doch. War doch mal meine Ex. Nein, natürlich nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja, es ist immer für mich ein bisschen verwirrend mit den festen Kameraperspektiven. Oh, okay, Bandana. Nee, Pentazimin. Nicht Bandana, sondern Bandagen. Das war auch jemand drauf, oder? Nee, doch nicht. Toiletten finde ich immer sehr spannend. Also, die sehen sehr gepflegt aus hier. M9. Leck mich, ey. So, raus hier. Oh. Ich habe das Gefühl, als wäre das Bild ein bisschen abgeschnitten. Liegt aber in der HD-Version. Okay, da brauche ich eine Level 1-Karte für. Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. I'm a lecturer at Navscolio at Indian Head, also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement, then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him, in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least two people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yep, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before.
Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link-up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses.
His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of two hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Six on shell one, another six on shell two. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Wrighton, your card key can open doors for security clearance level 1. Plissken, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But... you'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan, just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here, too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Ah, ich darf spielen. Ich mag den Stillman. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, Sprengmeister, sehr schön. Ja, jetzt haben wir auch das dritte Mitglied der Dead Cell kennengelernt. Und zwar Fat Man. Ach, guck mal, das ist so eine schöne Klapptür. Oh, guck mal, super. Ja, Bombenräumen, wundervoll. Ich bin froh, dass ich jetzt noch keinen Zeitdruck habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte den ab jetzt.
Das kann natürlich spannend werden, ne, wenn man dann hinterher nicht so viel Zeit hat, sich die Doc-Tech zu holen. Aber naja. Und wir haben die Level-1-Karte bekommen, genau. Was ja schon seit dem... Hallo. Was ja schon seit dem letzten Teil, also seit Metal Gear Solid 1 so gesehen, nicht mehr bei der Tagesordnung war, dass man dann immer die passende Karte für die passende Tür braucht. Was ja schon ziemlich nervig war zwischenzeitlich. Das Gefühl auch in den Raum. Es geht da weiter. Ja, und da unten sehen wir schon die erste Bombe. Haben wir gerade gesehen. Da, genau. Warum wandert die Wolke? Ach, an der Toilette. Normalerweise hört man das auch. Aber ich habe, glaube ich, gerade das ein bisschen zu laut. Ey, wo ist sie denn? Moment. Ich muss sie leider finden. Also, die sind meistens ganz gut versteckt. Da oben. Seht ihr das? Im Spiegel seht ihr es. Haha, wie geil. So. Hier war Kühlspray. Das Kühlspray ist übrigens generell sehr praktisch. Weil, eine Sache, die ich da nämlich in der ersten Aufnahme, glaube ich, bemängelt hatte. Ja, komm. Rede ruhig mit ihm. Raiden hier. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. So, und zwar das Kühlspray. Ja, das weckt quasi Leute auf, was ich sehr, sehr cool finde. So, okay, dann gehen wir mal hier so lang. Gehen wir einfach mal in die nächste Strebe, würde ich sagen. Also pro Strebe soll es ja eine Bombe geben. Laut Stillman zumindest. Hier, der Lehrer von Fatman, der müsstet ihr eigentlich wissen, ne? Nur ob er auch richtig liegt, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, ich weiß nicht, sind jetzt hier Wachen oder sind das Cyphers? Okay, Wachen. Ich dachte schon. Nee, alles gut. Wo bin ich denn jetzt? Fuck, 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 fuck. Ach so, mache ich das, okay. So, nehmen wir mal unsere Knarre schon mal in die Hand. So. Freeze. Ich möchte dich nicht töten, denk dran, ne? Dankeschön. Ich habe noch nichts zum Betäuben, das ist echt kacke. Moment, aber vorsichtig. Entschuldigung. War keine Absicht. Tut mir echt leid, Michael Watcher Aarons. Ach, Mann. Ich finde diese Analogknöpfe für X-Kreis und so, also für die Hauptknöpfe, ich kriege das nicht so gut hin, die irgendwie so langsam loszulassen. Nicht, dass ich kein Feingefühl hätte, aber scheinbar habe ich kein Feingefühl. Okay, warte, da ist eine Kamera. Muss noch kurz abwarten. Jetzt bewegt sich natürlich genau dann. Weißt du was? Fick dich. Okay. Schnell hier rein. Sehr gut. Aber hatten wir nicht auch in dem davorigen Raum irgendwie einen Raum, wo Level 1 gefragt war? Ach du Scheiße, hier draußen. Okay. Gucken wir uns hier direkt mal um. Da ist noch nix. Oh, nicht der Raum. Den mag ich nicht.